suchen. Denn wenn es die Seite schon gibt, könnt ihr sie nicht mehr erstellen. Ihr könnt sie dann irgendwo bearbeiten, was auch nicht schlecht ist. Ne? Bearbeiten geht dann einfach über den Reiter bearbeiten. Der sagt euch, die Seite existiert schon, dann klickt ihr die Seite an, kommt dahin. Jetzt sind wir hier auf der Hauptseite und die könnten wir jetzt auch bearbeiten, die Hauptseite. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir machen eine Seite, die es noch nicht gibt. Ich nehme jetzt ein Beispiel aus Musik, weil es mein Fach ist. Da müsst ihr euch nachher eins aus eurem Fach überlegen. Ich nehme jetzt Tonleiter. Das schreibe ich jetzt hier rein und suchen. So, und dann sagt das Wiki mir oben, erstelle die Seite Tonleiter. Ah, ich habe Glück gehabt, die gibt es also noch nicht. Außerdem zeigt mir das Wiki, welche Texte den Begriff Tonleiter schon erhalten. Da kann ich auch schon sehen. In Musiktexten kommt das schon mal vor. Wenn jetzt die Seite Tonleiter schon gäbe und ich schreibe auf Tonleiter 2 daneben, dann. Ja, genau. Aber mach's nicht. Trau dich und schreib an der anderen Seite mit. Ist viel besser. Finden die Schüler auch sehr gut. Die finden das am Anfang erstmal ungewohnt, aber dann finden sie es gut. Also ich tippe jetzt auf Tonleiter und komme dann in der leere Seite. So sieht eure leere Seite auch gleich aus, die ihr dann habt. Und dann habt ihr oben die Überschrift. Klar, das ist ja jetzt eure Seite, Tonleiter. Und dann habt ihr hier so ein, wie bei einem Texteditor verschiedene Symbole. Die könnt ihr auch gleich mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Jetzt schreibt ihr einfach mal einen ersten Satz rein. So macht man das ja. Was ist eine Tonleiter? Ganz allgemein. Eine Tonleiter ist eine Folge von Tönen. Ich schreibe jetzt nicht den ganzen Sermon, das ist mir zu aufwendig. Das reicht. Das ist mein Einleitungssatz. So. Und jetzt überlegt ihr euch vielleicht eine Gliederung. Was kommt da alles drin vor? Okay, das könnt ihr mit eurem Thema auch so machen. Wichtig ist, dass ihr jetzt diese einzelnen Themen in Abschnitte oder Überschriften gliedert. Das macht man beim Wiki so, man setzt zwei Gleichzeichen, dann erkennt das Wiki später, okay, das ist eine Überschrift. Zwei Gleichzeichen gesetzt und ein Leerzeichen und dann schreibt ihr rein Merkmale. So will ich das jetzt machen bei meiner Tonleiter. So, und dann schreibt ihr rein die Tonleiter besteht aus einem Tetrachord. Stimmt zwar nicht, besteht aus zwei, aber ich lasse es mal, ich will euch nicht langweilen. Ist ja auch gut, wenn da Fehler drin sind, dann kann man sich später auch korrigieren. So, okay, wieder zwei Gleichzeichen. Nächstes Mal nehme ich die Durtonleiter. Wieder zwei Gleichzeichen und dann schreibe ich jetzt einfach mal ein paar Buchstaben da rein, damit was drin steht. So, nochmal, dann noch die Molltonleiter. Ja, sieht man die Musiker hier. Wieder ein paar Buchstaben. So, und dann kommen noch natürlich für mich die Bluestonleiter, darf ich nicht vergessen. Habe ich immer morgens, wenn der Wecker klingelt. So, okay. So, jetzt ist meine Seite fertig. Mehr will ich jetzt erstmal nicht. Okay, bin ich zufrieden. Dann lese ich mir hier unten nochmal durch, dass ich auf keinen Fall Urheberrechte verletzen darf. Die Texte müssen von mir geschrieben sein. Ich darf auch keine Bilder hochladen, die nicht von mir stammen. Es sei denn, sie sind gemeinfrei, Musik und so weiter. Ja, das habe ich alles beachtet. Dann drücke ich auf Seite speichern. Und dann gongs und die Tonleiter ist da drin. So sieht sie dann aus. Ja, ich mache es mal ein bisschen größer. Die Überschrift ist oben da, mein Einleitungssatz, eine Tonleiter ist eine Folge von Tönen. Dann seht ihr, das Wiki hat automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellt, das ist wegen meinen zwei Gleichzeichen so gekommen. Und dann seht ihr Merkmale, da steht jetzt ein Satz, Dur, Moll, Blues. Das, was ich eben reingeschrieben habe, ist jetzt auch schon einigermaßen sauber gegliedert. Und das kann ich jetzt weiter bearbeiten, indem ich da hinten auch bearbeiten tippe, kann ich die Texte korrigieren, weiter formulieren. Meine Seite ist jetzt fertig. Ja? Das könnte man zum Beispiel zu Hause machen, für die Schüler so ein Ding vorbereiten und die Schüler füllen das dann mit Inhalten, wie auch immer. So, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt ist meine Seite weg, wie finde ich sie wieder? Über die Suche finde ich sie wieder, aber ich finde sie auch wieder über schon gewusst. Das steht ganz unten auf der Hauptseite. Letzte Änderungen bzw. aktuelle Beiträge. Wenn ich da draufklicke, sieht man folgendes, zunächst mal verwirrendes Bild.
Das ist quasi unter der Motorhaube. Das, was alles in unserem Wiki passiert ist. Ihr seht hier neue Anmeldung, da hat der Roman euch vorhin alle angemeldet. Und hier oben seht ihr N bedeutet neue Seite, Tonleiter. Da ist meine Seite, 14:46 erstellt worden von mir. Und da kann ich sie wieder finden. Wenn ich draufklicke, ist sie wieder da und wird wieder geöffnet. Da bin ich wieder auf der Seite. Was natürlich jetzt wichtig wäre, ich lege sie irgendwo ab. In dem Fall hat sie was mit Musik zu tun. Dann lege ich sie also hier im Fach Musik ab. Im Fach Musik steht schon einiges drin. Da gucke ich mal, wo sie hinpasst. Ach, da unten bei Musiktheorie, da passt sie hin. Da gehe ich also hier jetzt auf Bearbeiten. So, und jetzt füge ich meine Seite, meine Tonleiter hier ein. Ich mache es mal groß, damit man das auch sehen kann. Wie mache ich das jetzt? Ich füge eine Seite, und das müsst ihr euch noch merken, ihr habt jetzt gelernt, ihr müsst euch anmelden. Ihr erstellt eine neue Seite über die Suche. Erstmal gucken, ob es sie schon gibt. Wenn nicht, einfach anlegen und reinschreiben. Ihr könnt ein Inhaltsverzeichnis anlegen mit zwei Gleichzeichen oder drei Gleichzeichen. Da formatiert ihr anders, könnt ihr mal ausprobieren. Und jetzt, wie lege ich eine Seite ab? Eine Seite wird definiert über diese beiden eckigen Klammern, die ihr da seht. Und Musiktheorie Grundwissen ist auch eine Seite, die hat zwei eckige Klammern. Und dadurch erkennt das Wiki, das ist eine Seite. Ich mache das jetzt auch mal. Klammer, Klammer. Tonleiter. Klammer, Klammer. Und jetzt seht ihr, da oben ist noch ein Stern davor. Das ist so ein, wie nennt man das bei der Präsentation, diese Bullet Points, ne? Die werden durch die Sternchen erzeugt. Mache ich auch noch einen rein, dann sieht das besser aus. So, jetzt sieht das so aus wie die anderen auf der Seite Musik. Dann drücke ich auf Speichern und dann ist meine Tonleiterseite jetzt in der Unterseite abgelegt. Seite ist Musik, Musiktheorie, Grundwissen, und da seht ihr, unten drunter ist jetzt die Tonleiter mit dem Bullet Point. Und wenn ich jetzt da drauf tippe, bin ich auf meiner Tonleiterseite. Ja, und mehr.